In Israel gibt es viele erstaunliche Gegensätze, zum Beispiel im Verkehrswesen. Israel ist bekanntlich ein Land, das Raketen bauen und abfeuern kann, für militärische und für zivile Zwecke. Israel kann auch Satelliten um die Erde fliegen lassen zur Beobachtung oder zur Kommunikation. Und nicht nur das, seit ungefähr einem Jahr gehört Israel einem ganz exklusiven Club an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten es nur drei Länder geschafft, Raumfahrzeuge auf dem Mond zu landen. Das sind die Zwerge USA, Russland und China. Und dann hat tatsächlich auch Israel ein Raumschiff auf den Mond gebracht. Am Ende war es zwar eine Bruchlandung, weil der Bremsmechanismus versagt hat, aber immerhin seit ungefähr einem Jahr liegen tatsächlich israelische Trümmer, zumindest Trümmer, auf dem Mond. Israel ist auch einer der Brennpunkte für die Entwicklung des Autos der Zukunft, des selbstfahrenden Autos. Federführend ist da Mobileye, ein Jerusalemer Unternehmen, das um sage und schreibe 15 Milliarden Dollar von Intel gekauft wurde. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Verkehrssituation in Israel einfach zum Jammern. Die israelischen Regierungen hatten dringendere Probleme und haben einfach die Entwicklung der Schiene verpasst. Für den öffentlichen Nahverkehr gibt es nur Busse, alles drängt sich auf der Straße, alles steht im Stau und die Staus werden immer schlimmer, nicht zuletzt deswegen, weil die Bevölkerung in Israel rasant wächst. Die Wachstumsrate in Israel ist dreimal so hoch wie im Durchschnitt der OECD-Länder. Das Eisenbahnnetz hat zwar in den letzten 10 Jahren Fortschritte gemacht, aber zu spät und zu wenig. Es ist kaum zu glauben, in der Hightech- und Startup-Nation Israel gibt es nur eine einzige elektrifizierte Bahnstrecke von nur rund 60 Kilometern. Fast alle Züge werden noch immer von ratternden Dieselloks bewegt. Mit großer Verspätung wird jetzt endlich für den Großraum von Tel Aviv eine sogenannte leichte Bahn gebaut, eine Mischung von U-Bahn und S-Bahn. Theoretisch soll die erste Linie 2021 in Betrieb gehen, aber jetzt kommt da plötzlich das Coronavirus ins Spiel. Beim U-Bahn-Bau in Israel sind nämlich ganz stark chinesische Firmen eingebunden. Bei den Bohrungen, beim Bau von Tunnels und von Stationen mit Massen von Arbeitern, bei der Lieferung von Waggons. Und jetzt können die chinesischen Ingenieure und Facharbeiter vielleicht über Wochen und Monate nicht anreisen. Naja, die Israelis werden offenbar mit Raketen leichter fertig als mit Straßenbahnen.